Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Gothic. Ja, wir sind hier immer noch in der Höhle des Schläfers oder im Tempel des Schläfers und müssen noch zwei weitere, ja, wie heißen die da nochmal, diese Orkschamanen finden, die wir irgendwie hier erledigen müssen. Drei haben wir ja schon, aber keine Ahnung, wo die sein sollen. Vielleicht ist hier noch irgendwo ein Schalter oder sowas, dass wir hier rein können. Das sieht so aus, als wäre hier der nächste. Kann man hier irgendwie Pfeil und Bogen auf irgendwas? Das da? Ich habe keine Ahnung. Sagt mir gar nichts. Da müssen wir, glaube ich, noch rein. Hier, der sagt auch mit Pfeil und Bogen auf irgendwas. Aber auf was müssen wir zielen? Hier ist nichts. Hier kommen wir ja auch nicht rein. Hier ist ja auch nichts, worauf man zielen kann, oder? Oh, ich sehe da was. Und jetzt? Okay, ich sehe es. Können wir von hier aus dahin zielen? Speichern. Hier müsste jetzt irgendwas aufgehen. Irgendwo. Nur was? Das hier. Ja. Jetzt? Das. Okay. Hier ist der nächste. Okay, das Ding ist offen. Jetzt geht das langsam zu. So, und das heißt jetzt auf. So, speichern. Und dann kommt hier jetzt der nächste Schamane wahrscheinlich. So, der Code kennen wir. Das war rot, gelb und dann lila. Welche Farbe ist denn das jetzt hier? So, Fackel, Fackel, Fackel. Das ist gelb. Das ist blau. Und das ist rot. Okay,
Okay, hier muss irgendwo stehen, welche Farbe. Beziehungsweise da oben sind auch nochmal zwei Knöpfe. Ah, ja. Nee. Also rot, gelb, blau. Rot. Dann gelb. Und dann blau. Und ist das jetzt auch offen, oder wie? Oder haben wir das jetzt aufgemacht? Nochmal speichern, auf jeden Fall. Da unten sind definitiv noch ein paar Gegner. Jo, komm, triff den doch. Nochmal Stufe aufgestiegen. So, den looten wir. So, dann nochmal Reis fressen. Das wird dir noch sehr leid tun. Haben wir vergessen zu töten. Ah, da kommt schon der nächste Templer. So. Und die Hüterklinge. So, jetzt wieder Reis. Die müssen wir endlich mal loswerden. Wir haben echt zu viel davon. Kann nur wieder Jahre handeln. Aber nicht mehr lange, dann sind wir die wirklich wieder los und dann können wir wieder ganz normal auf Heiltränke und Fleisch gehen. Da haben wir den nächsten. Warum greifen die nicht an? Da haben wir noch mal einen. Jo. Hallo, triff den doch. Da unten sind Minecrawler. Ich weiß jetzt aber nicht, wie tief das ist. Deswegen gehen wir da erstmal nicht runter. Mal töten. So. Jetzt können wir den looten und wieder Reis fressen. Unsere Lieblingsbeschäftigung hier.
Ja, ist echt viel zu viel mit dem Reis. Das dauert auch echt viel zu lange. Hätten wir vielleicht eintauschen sollen gegen ein paar Heiltränke. So. Gehen wir mal hier rein. Was ist mit dem? Warum schreit er die ganze Zeit? Okay. Das war jetzt ein bisschen heftig. Aber jetzt werden wir wahrscheinlich endlich mal den Reis los. So viel Leben, wie der jetzt von uns weggesnackt hat. So. Dafür machen wir mal diese Folge 10 Minuten länger. So. Weil das frisst schon ordentlich Zeit mit dem Reis. Wir brauchen aber auch echt lange. Ah, noch weiter in die Richtung kann ich nicht mit der Kamera. Wenigstens die Tempelwächter sind sofort tot. Menschliche Gegner sind diejenigen, die man nochmal abstechen muss. Okay, Reis werden wir nicht auf einen Schlag los jetzt. So. Speichern. Es gibt hier Lava? Wo kommst du denn her? Nee, nochmal abstechen. Die wollten das. So, wo haben wir den Reis wieder? Gehen wir erstmal da rein oder versuchen wir erstmal über die Lava zu kommen? Ich glaube, wir gehen erstmal da rein. So, komm. Ein bisschen haben wir noch. Einen noch. Ja. So, nochmal speichern. Okay, hier gibt's nichts. Außer hier vorne nochmal. Oh, zwei. Okay, da waren jetzt zwei. Das heißt, Reis werden sind wir jetzt endlich los dann. Das wird aber auch 1000 Jahre dauern. Aber seid froh, gleich sind wir das los.
10 Minuten länger kriegt ihr heute. Definitiv. Dafür. Und dann ab der nächsten Folge werden wir ordentlich hier versuchen, mal die letzten zwei Orkschamanen da und Voto Orkschamanen zu finden. Ja, ich habe aber echt so das Gefühl, dass hier das neue Lager die einzigen Guten wirklich sind. Obwohl, naja, okay, eigentlich ist immer Ansichtssache hier. Die haben allesamt schon ihre Gründe, warum die so sind, wie sie sind, die Lager. Gomez ist auch eigentlich in einer schwierigen Situation, wenn das auch vom Map-Design dann auch so gewesen wäre, dass dort die alte Mine auch eingestürzt wäre. Könnte man das sogar auch nochmal nachvollziehen. Vielleicht ist das auch einfach ein Bug bei mir im Spiel, in meinem Spieldurchlauf. So, jetzt brauchen wir eine Fackel. Also ich muss irgendwie sehen, wie wir da rüberkommen. Ich habe so ein Gefühl, wir müssen da schon rüberspringen irgendwie. Da ist eine Platte. Da ist auch nur eine Axt. Wie kommen wir da rein? Hier ist sonst nichts. Achso. Meine Fackel ist ausgegangen. So. Riskieren wir es mal, darüber zu springen. Ja. Nein! Gibt es hier noch einen Weg wieder hoch? Okay. So. Ja, das haben wir geschafft. Nein! Ich wollte schon sagen. Können wir auf Lava laufen? So. Ah, okay. Einmal hier speichern. Okay. Und jetzt? Ah, der Schalter führt wieder hoch. Okay. Ah, okay, der Schalter ist dafür da. Dann gehen wir hier mal durch. Ja, war klar, dass hinter mir jetzt zu ist. Hier muss es doch irgendwas geben. Ein Schalter. Na, bevor wir den betätigen, einmal speichern.
Irgendwas ist hier passiert. Ah, hier hat sich jetzt geöffnet. Okay. Da auch. Da müssen wir vielleicht nochmal hin. Ah, die Viecher. Der war jetzt süß. Hängt da oben fest. So. Da wir jetzt gleich noch mehr von diesen Dingern da haben, von den... Wir haben wieder 23 von 15, die wir von denen brauchen. Also, das Ding erstmal wieder nach unten holen. Und wieder nach oben. Danach. So, wir bleiben mal hier stehen. Ja, jetzt geht's wieder hoch. Nice. So, jetzt ist die Frage, da geht's auch noch hin. Kommen wir da auch rüber? Und was erwartet uns hier drinne? Minecrawler. So, dann haben wir hier. Okay, wo geht's denn hier lang? Ich habe die Befürchtung, wir können hier jederzeit in die Lava fallen. Das ist heftig. Nein. Nein. Bitte oben bleiben. Hallo. Ja, bitte nach oben, nach oben, nach oben, nach oben, nach oben, nach oben. Komm. Komm, das schaffst du. Ja, bitte. Noch ein bisschen, noch ein Stück. Noch ein Stück. Komm, nach oben. Wir machen es einfacher. Wir haben hier gespeichert. Will er mich jetzt verarschen? So. Okay, hier hat das jetzt geklappt. Da ist ja auch noch ein Weg. Das sieht aus, als wäre das, was wir hier aufmachen müssen. Da wäre der Schläfer oder so drin. So, da haben wir wieder so einen Dämonengeist. Zwei. So, Nidra Dämon hat nichts. Gut, dann können wir jetzt letzte Reis hier wegmachen, endlich.
So, das ist das, worauf wir alle gewartet haben, dass das Reis endlich weg ist. Schon. Muss schneller gehen. Nur noch 5, 4, 3, 2, 1. Komm. Und das war's. Sonst haben wir Wurzelsuppe. Woher haben wir wieder so viel Wurzelsuppe? So, Schalter. Okay. Aber das hier scheint das Endgebiet zu sein, glaube ich, von diesem Dungeon. Da sind mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit nochmal zwei. So, komm. Ich dachte schon, der wollte mich jetzt verarschen hier. So, dann muss da vorne noch einer sein. Ja, das ist der letzte, glaube ich. Genau. So, einmal speichern und rein. Ach, hier ist nur einer. Hier war jetzt nur einer. Okay. Die Brücke hat sich gebildet. Aber hier gibt es jetzt keinen Rückweg. Ich muss wirklich komplett außenrum nochmal. Speichern wir aber lieber einmal, um sicher zu gehen, und fressen nochmal die Wurzelsuppe hier auf. Haben wir die ganzen unnötigen Items nicht mehr auf Tasche. So, die bringen auch gar nichts mehr. Aber gehen dafür deutlich schneller weg. So. Dann hier jetzt einmal drumherum. Aber ich glaube wirklich, wir haben jetzt den Schläfer hier gefunden. Oder Korkalom ist da drin. Und wir müssen zuerst Korkalom finden. Wäre gut möglich. Ich weiß es ja nicht. So, einmal speichern.
Und rein da. Alter. Okay. Vorsichtig. Nicht sofort rein. Okay. Da fehlt noch irgendwas. Irgendwas müssen wir da noch machen. Mal gucken, was ist hier außenrum? Okay, hier gibt es einen Weg. Zu Ende ist ein langer Weg. Brennen soll deine sterbliche Hölle. Das wollen wir doch mal schön bleiben lassen. Yo. Okay, das ging... Was? Sonderbar gewährt. Das hier? Irgendwo? Das sonderbare Schwert? Es wird hier nicht alphabetisch gelagert hier. Das sonderbare Schwert ist jetzt nicht hier. Ist aber auch nicht das hier. Orkischer Talisman. Lichtbringen, was? Lichtbringen? Dies war das Schwert des untoten Orkpriesters Varakazov. Die Waffe ist im Laufe der Jahre unbrauchbar geworden. Vielleicht ist das Schwert noch auf andere Art und Weise nützlich. Ja. Zeitenklinge von Orkpriester Varak Unhild, Varak Nashor, Varak Rushk. Sonderbares Schwert. Ein wundervoll gefertigtes Schwert. Uralte Runen wurden in die Klinge eingraviert. Wer kann Xardas diese Runen entziffern? Bevor er das Schwert nicht identifiziert hat, lege ich es besser nicht an. Ist hier aber jetzt nicht irgendwie was, wo ich das andere Ding da rein tun soll? So ein Loch für irgendwas? Für das Schwert von dem da? Das muss doch irgendwo reingetan werden, oder nicht? So wie von den anderen auch. Achso, wir können übrigens speichern. Weil wir jetzt 4 von den 5 haben. Und ein sonderbares Schwert haben wir auch noch. Und 60 Lernpunkte haben wir jetzt. Wir sind Level Stufe 32. Jo, das wird immer heftiger, wie viel wir hier sammeln. Definitiv. Hier gibt es jetzt nichts, wo ich das reintun kann, ne? Da vorne vielleicht? Irgendwo?
gefällt mir jetzt schon mal wieder nicht. So, und durch. Ah, okay. Wir sind wieder hier. Einer fehlt uns aber noch irgendwo. Ich glaube, ich weiß schon wo. Da wir jetzt wieder hier gelandet sind. Von da kamen wir. Trollfaust. Tränke. Noch mehr Tränke. So, einmal speichern wieder. Da wir jetzt wieder hier sind. Abstechen. So. Hier nehmen wir wieder vielleicht erstmal die Dinger. So, und nochmal. Alter, pfiff die doch! Wie sieht die doch an? Boah. Hat er die nicht anvisiert? So. Sonst gibt's hier nichts, glaube ich. Ja, abstechen noch. Achso, von denen haben wir die ganze Zeit diese Suppen. Ergibt Sinn. Das sieht aus, als wäre das von der Tempel vom Schläfer. Nee, doch nicht, da ist der letzte. Umkehren musst du hier. Niemand darf die Ruhe meines Meisters stören. Irrtum. Dein Schläfer wird schon bald hellwach sein. Wieso kann ich den jetzt nicht? Verdammt. Ich bewirke nicht den geringsten Schaden. Ich brauche eine andere. Nun wirst du sterben. Nichts wie weg hier. Jo. Ich glaube, ich brauche das eine Schwert, was wir eingesammelt haben. Der ist ja immer noch hinter mir her. Verdammt. Hier durch. Den kann ich aber noch. So, okay. Ja, dann können wir hier fürs Erste gehen. Wenn ich erstmal auch den Rückweg finde. So. Was können wir jetzt eben kurz trinken hier?
Für die Gesundheit. Wir sind ja schon mal wieder... Ist das der Ausgang? Nee. Da ist aber auch wieder jemand neu. Wo war der Ausgang? Ich glaube da. Erschrecken die mich. So, und den da. Wie viel fehlt mir jetzt noch fürs nächste Level? Noch 10.000. Ich glaube, das hier war aber jetzt der Weg hier raus, ne? So, nochmal die Fackel. Und dann suchen wir mal den Ausgang. Nimm die Fackel auf. Natürlich sind hier wieder neue Minecrawler. So, aber... 35 haben wir jetzt von den Platten. Können wir noch mehr solcher Rüstung oder so irgendwie bekommen? Boah, das ist schon eine interessante Frage. Oder irgendwie nochmal bessere Rüstung. Oder können wir den anderen unserer Leute auch noch ein paar solcher Rüstungen organisieren? Also hier Gorn zum Beispiel, Diego, Lester, dass die auch alle so eine Rüstung bekommen. Der zaubert hier jetzt natürlich. So, das wird hier sehr, sehr spannend gerade. Ja. So, dann speichere ich hier jetzt mal. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao!